So, da sind wir wieder. Ihr hört schon, die Wohnung schallt jetzt ohne Ende. Aber ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, trotzdem heute da zu sein. Wird natürlich jetzt alles ein bisschen schwieriger, weil mein PC steht jetzt noch im alten Haus. Der ganze andere Kram ist jetzt drüben in der Wohnung. Mein Internet drüben bekomme ich aber erst genau an Weihnachten. Ich denke mal, dass nach Weihnachten auch die Custom Games anfangen mit dem 20 € Preisgeld. Also, aber ich denke mal, nach Weihnachten haben eh alle Urlaub, so fast alle. Die Schüler haben alle Ferien. Erstmal euch Glückwunsch dazu. Ich bin mitten im Umzugsstress. Man kennt es. Aber wie gesagt, nur mal kurz an alle Neuen. Ich habe schon gesehen, ein paar Abonnenten kamen neu dazu. Erstmal danke für alle, die jetzt dabei sind. Ihr habt verpasst auf jeden Fall nichts. Denn wir machen ja Custom Games mit 20 € Preisgeld bis Silvester. Dann die Skin-Verlosung wird noch kommen, macht euch keinen Stress. Aber ich denke mal, so zwischen Weihnachten und Silvester werden wir den 800 V-Bucks-Skin verlosen. Welcher dann ist, müssen wir dann einfach mal gucken. Seid mir bitte nicht böse, aber zurzeit halt wirklich komplett andere Prioritäten bei mir. Ich würde lieber hier sitzen, Livestream mit euch zocken, um Gottes Willen, wäre mir lieber als jetzt der ganze Umzugsstress. Aber der muss halt auch gemacht werden. Und ja, was gibt's dazu noch zu sagen? Falls ihr noch kein Abonnent seid, gerne Abo dalassen, Glocke aktivieren, damit ihr die Livestreams nicht verpasst. Plus die Videos, die kommen von den täglichen Aufgaben, welche Geschenke ich bekommen habe und etc. pp. Wenn es um Skin-Verlosungen gibt, gibt es nur eine Sache. Wir müssen noch kurz hier oben hin. Ihr seht schon, fünf Leute haben es wieder getan. Einfach YT-Family Hack. Einfach eine Freundschaftsanfrage schicken. Wir haben jetzt über 1000, haben wir jetzt zusammen. Ich denke mal, da geht auch noch ein bisschen mehr, aber natürlich, dadurch leidet natürlich mein Menü ein bisschen, aber das kriegen wir auch schon alles hin. Kurze Zusammenfassung, warum musst du das bitte machen? Geht ganz einfach nur darum, wenn ich dir einen Skin schenken soll, müssen wir halt 48 Stunden befreundet sein. Deshalb ist das halt schon wichtig, dass die Freundschaftsanfrage da ist. So, ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal rein in den Shop. Und wir haben schon gesehen, es gibt jemand neuen. Schneegestöber. Der Skin gefällt mir definitiv schon mal auf. Oh, dieser Hall hier in der Wohnung. Der Skin gefällt mir auf jeden Fall relativ gut. Ob ich mir kaufen würde, wenn mir die V-Bucks egal wären, ja, kann man sich gönnen. Weil so einen Art Skin hatten wir eigentlich noch nicht. Ist so eine Mischung aus vielen anderen Skins, aber ist auf jeden Fall spielbar. Also spielbar definitiv. Der ist ziemlich schmal, also auch hier die Hüfte, man sieht eigentlich ziemlich viel vom Spiel. Ihr wisst ja, die breiten Skins. Ja, es ist Geschmackssache. So, dann gehen wir mal weiter. Was haben wir noch? Finsterbomber ist wieder da. Der gefällt mir wirklich. Also, wenn ihr den noch nicht habt, holt ihn euch. Er ist halt wirklich richtig nice. Also, das ist einer der wenigen Skins, wo ich wirklich sage, ja, der ist es. Dazu noch der passende Rucksack. Ja, der ist natürlich Geschmackssache, aber der passt natürlich auch zum Skin, um Gottes Willen. So, was haben wir noch dabei? Natürlich die berühmte Pickaxe. Hat schon einen epischen Klang, hört sich auch anders an als die typischen Spitzhacken. Lohnt sich definitiv auch. Dann der Kleiter. Da sage ich einfach, ist für mich sind die Kleiter an sich OG-Kleiter. Ist einfach so. Die Kleiter haben wir von Anfang an mit drin gehabt, egal in welcher Variante, für mich OG. Da ist halt wirklich, da kommst du nur drauf an, wie die Geschmackssache ist. Also den hier würde ich sogar auch spielen, aber Kleider haben wir so viele, mir reicht mein Regenschirm komplett. Von daher für mich halt wirklich kein Thema. Aber wer halt wirklich so ein, also ich persönlich, ich weiß nicht, wie ihr es findet, aber ich persönlich finde, die Kleider hier sind schon immer in Fortnite drin. Also für mich auch OG. So, dann haben wir den Skin, haben wir schon. Dann Highlight wieder, die rote Ritterin ist wieder drin. Klar, sie war mal richtig selten, inzwischen nicht mehr, weil sie jetzt gefühlt einmal im Monat drin ist. Aber gehört natürlich auch zur Fortnite-Geschichte hinzu, wurde Season 1 eingeführt. Gerade das Schild ist natürlich auch sehr beliebt bei vielen. Einfach um zu zeigen, ich war dabei, auch wenn sie nicht dabei waren. So, was haben wir noch im Shop? Ach ja, die Spitzhacke. Die gute alte Fortnite. Ah. Und nur kurz als kleine Erinnerung an euch, vergesst nicht, meinen Creator-Code einzutragen, YT-FamilyHack, genauso wie auch mein Name ist, wenn ihr mir eine Freundschaftsanfrage schicken wollt, gerne immer wieder eintragen, weil ihr wisst ja, nach 2 Wochen verschwindet das Ganze. Aber ich würde mal sagen, wir machen direkt wieder weiter. Die Schattenagentin ist auch schon wieder zurück. Also langsam, wo ich halt wirklich jetzt jeden Tag das Shop-Video für euch mache, merke ich halt doch, einige Skins kommen doch relativ häufig vor. Da haben wir aber noch verschiedene Stile.
Aber da ist einmal nur in Schwarz-Rot und einmal in Weiß-Schwarz-Rot, ja. Aber die Sache, der Skin an sich gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Die körperliche Proportion passt bei mir irgendwie nicht. Dann hier das im Gesicht, das. Weiß nicht, also ich kann mit dem Skin irgendwie, da muss ich wirklich sagen, der gefällt mir nicht. Einfach, nö. Schlichtweg, nö. So, hier haben wir auch noch verschiedene Stile, aber da denke ich mal, ist auch nur weiß, ja. Ja, wie gesagt, also, ja, wem es gefällt, der kann es gerne holen, aber mir wird es halt wirklich nicht gefallen. Aber wir wissen ja, Geschmackssache. Dann haben wir aber was Schönes, nämlich die magischen Schwingen. Die feiere ich schon. Die haben was definitiv, die sind nice. Ja. Doch, die haben auf jeden Fall was. So, was haben wir noch drin? Ansteckend. Ihr wisst ja, wenn ihr so tanzt, ihr habt Muskelkater am nächsten Tag. Aber natürlich alles, was mit Musik ist, ist natürlich bei mir sowieso, steht bei mir ganz oben auf der Liste. Dann haben wir noch Jubelstimmung. Erstmal danke an den, der es mir geschenkt hat. Ihr wisst ja, ich kaufe mir aus dem Shop eigentlich so gut wie nichts mehr. Alles, was ihr mir gibt, natürlich Support, danke dafür. Ist natürlich gemerkt. Da kann wirklich immer nur Liebe rausgehen an alle. Dann haben wir 800er V-Bucks-Skin, den Taxifahrer. Der geht eigentlich. Also da muss ich wirklich sagen, der ist okay, der Skin. Die Taxifahrerin, ja, die geht, aber hier den würde ich sogar auch noch spielen. Der ist echt nicht schlecht. Ist zwar ein Ben, aber der, ja, der ist schon nice. Dann, Achtung, aufgepasst, neu. Neues Emote. Hey! Ist schon nice. Immer der Depp dabei. Hey! Vor allem dieser Beatwechsel dann. Also ist schon nice. Das ist. So, dann haben wir eigentlich den normalen Shop durch. Ich denke mal, die Star Wars Sachen, ihr werdet alle wissen, was es derzeit gibt. Wie gesagt, Kylo Ren, erstmal danke an alle, die sich gestern gekauft haben. Über meinen Creator-Code, Gruß geht da auf jeden Fall raus. Auch ein Gruß geht an alle raus, die gestern überhaupt meinen Code eingetragen haben. Wie gesagt, ich kann das Ganze ja sehen. Wie gesagt, vielen, 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 vielen Dank dafür. Wie gesagt, den würde ich mir halt wirklich noch holen. Aber ich weiß auch nicht, klar, es ist Star Wars, aber irgendwie gefällt er mir nicht. Also so ein Nonplusultra-Skin ist es jetzt nicht. Nee, ganz ehrlich nicht. So, dann war es das eigentlich schon wieder mit dem Shop. Wie gesagt, wir gehen noch kurz zu Rette die Welt rüber, gucken da gerade mal, was so da passiert ist. Aber so an sich würde ich sagen, eigentlich recht nice der Shop. Wir haben einen neuen Skin, ein neues Emote. Die Star Wars Sachen sind drin. Falls ihr sie noch nicht habt, holt sie sich euch. Es ist nie sicher, wie lange die drin bleiben. Also wartet da lieber nicht zu lange. Und wie gesagt, nochmal kurze Info: Vergesst nicht Creator Code YT-FamilyHack. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Shop. Wir gehen jetzt mal schnell rüber zu Rette die Welt. Da muss ich nochmal schnell was gucken. Ich habe nämlich vergessen nachzugucken, ob es heute V-Bucks-Aufgaben gibt. Weil zurzeit sind V-Bucks-Missionen ja ein bisschen rar, würde ich sagen. Und wenn, geht es nur um die Level 140er-Mission. So, und derzeit, wo der im Laden ist, gucke ich hier schnell nach. Ah, doch, eine haben wir. Die könnte ich sogar machen. Aber wie gesagt, mir bleibt derzeit echt keine Zeit. Zeit ist echt gerade bei mir so Mangelware. Dann kann ich meine Frau ja schlecht in der neuen Wohnung alleine lassen, also muss ich dir noch ein bisschen was helfen. So, da kriegen wir schon mal wieder ein bisschen XP für euch. Dann gehen wir auch direkt auf die Karte. Ich gucke nach. Level 52 müsste hier sein. Zack, 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 zack. 52 müsste hier irgendwo sein. Zack, zack. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wieder top vorbereitet. Hier ist es. Also hier bekommt ihr 35 V-Bucks. Ist natürlich eine nette Mission. Gibt natürlich auch wieder V-Bucks dazu. Ich muss schon alle sagen, ich hätte schon mehr V-Bucks haben können. Ihr seht's, drei Aufgaben. Aber mir fehlt halt echt gerade die Zeit. Und ihr wisst selber, rette die Welt, kostet Zeit. Dann gehen wir noch kurz in den Itemshop rein. Lama haben wir heute. Super Anhänger Lama. Ihr seht selber, dass hier ist möglich, was drin sein kann.
Ne, das hier kann drin sein. Ja, wer halt genug V-Bucks hat, kann er gerne zuschlagen. Ihr seht, Unterstützer Creator, YT-FamilyHack. Dann hier habe ich, ihr seht, ich habe mir gerade 50 Tickets. Daran seht ihr, wie viele ich spiele. Im Shop hat sich gar nichts geändert, aber ihr wisst ja, holt euch auf jeden Fall immer die Überlebenden. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt auch schon wieder mit dem Shop-Video. Euch noch einen schönen Tag. Ich mache jetzt noch die Videos fertig, was ich als Geschenk bekommen habe, was Tagesaufgabe gestern war. Klar, ist verspätet, aber es gibt immer noch welche, die sich das Ganze angucken müssen, weil es halt einfach nicht geht. Heute um 15 Uhr werde ich auf jeden Fall hier sein, werde da auch das neue Geschenk direkt aufmachen mit euch zusammen und auch die neue Aufgabe hochladen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß beim Zocken, ihr habt Ferien, ihr habt Zeit und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.